Die Zeit ist aus den Fugen. Hamlet ist so ein Stück, was die ganze Welt fassen kann. Und insofern ist das erstmal von der Voraussetzung, ist es toll, also in so einer Zeit so ein Stück zu machen. Stück über, also ein, was spielt auf einem Riss zwischen zwei Epochen, von Staatskrise zu Staatskrise, ein junger Mann, Intellektueller dazwischen. Und das war auch ganz interessant, dass während der Arbeit dieser Riss nun ganz auffällig zutage trat. Die Zeit ist aus den Fugen. Theater wurde für mich, also die erste Phase, ich war ja da auch unter anderem damit an der Gethsemane-Kirche mit dabei. Und da war für mich überhaupt fraglich, ob man unter diesen Umständen weiter Theater machen kann. Jeder Bürger der DDR hat das Recht, den Grundsätzen dieser Verfassung gemäß, seine Meinung frei und öffentlich zu äußern. Darf ich noch einen persönlichen Satz sagen? Wenn in der nächsten Woche die Regierung zurücktreten sollte, darf auf Demonstrationen getanzt werden. Halt! Gib mir zu trinken, Hamlet, diese Perle ist dein. Es gab da schon Tage, wo wir also auch den Eindruck hatten, dass man das auch aufgeben könnte, das Ganze.